Hallo und herzlich willkommen zu einem Review über Stuff, den man in den Kinos zu Rogue One bzw. bei der Aufführung von Rogue One bekommen hat. Bei der Figur, die jetzt vorgestellt wird, weiß ich jetzt nicht, ob man die kaufen musste oder ob man die am Premierentag dazu bekam. Ich habe nämlich, wie ich im Kino war, gab es die nämlich, zumindest in dem Kino, wo ich war, gab es die nicht. Da gab es halt bloß Becher und halt ja, da außerhalb des Bildes steht noch so ein Popcorn-Kübel. Da gab es halt die Becher und da habe ich mir halt den rausgesucht, nicht wo ein Shore Trooper drauf ist, sondern wo halt auch ein Y-Wing drauf ist, wegen dieser ganzen Merchandise-Geschichte zu den Y-Wings. Und da gab es noch andere Becher. Das war hier von PCO und dann gab es noch die von Golden Link. Und von Golden Link ist auch, die sehen auch etwas anders aus, ein bisschen größer. Von Golden Link gab es dann halt auch, ist halt auch diese Figur. Das ist eine Figur, die man oben auf den Becher setzen kann. Ist jetzt noch jungfräulich eingeschweißt, aber ich kenne ja da nichts. Und hol die jetzt mal aus der Verpackung. So, ist auch nicht allzu viel zu tun. So sieht die Figur dann ausgepackt aus. Ist ein durchgefärbter Kunststoff in so einem, ja, Creme, in einer Cremefarbe. Ist ein Captain. Erkennt man jetzt an den Markierungen, gerade hier am Arm mit dem gelben und auch vorn an der Brustplatte. Sieht so ein bisschen wachsig aus, aber vom Sculpt her für so ein Produkt finde ich den gar nicht mal so übel. Und es steht, das habe ich vorher in der Packung gar nicht gesehen, steht auch Shore Trooper unten auf diesem Sockel, wo jetzt das hintere dann da ist. Wo kann man dann unterfassen. Ist so gesehen mehr eine Büste als eine Figur, aber halt eine dreidimensionale Darstellung des Troopers. Deswegen mein Must-Have. Mein Must-Have, ein Must-Have. Hinten drauf allerdings dann ist keine Bemalung. Also die fehlt dann halt, aber ansonsten die Hauptdetails und man erkennt auf jeden Fall, was es sein soll. Ja, und diese Figuren, ich nehme jetzt mal den Becher, der dazu war. Das ist der ohne, ja, das ist nichts von einem Y-Wing zu sehen. Das Bild, das geht ja eigentlich hier oben dann noch weiter. Und zwar nimmt man dann diese Figuren und stöpselt die dann da oben drauf. Dann kommt dann da der Strohhalm hin und dann, ja, hat man da so eine Figur oben drauf. Wie gesagt, das ist jetzt der Becher und die Figur von Golden Link. Und das ist der Becher von PCO, war das, ne? Ja. Passt aber auch. Also diese Aussparung, die da oben drin ist, ist die gleiche. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob PCO die eventuell auch hergestellt hat. Aber ich denke mal, einer davon wird mir reichen. Was gar nicht, steht hier jetzt was unter? Ne, da steht auch halt Golden Link. Und die schwarze ist halt da untergesetzt. Da ist dann diese Figur quasi dann draufgesnappt. Aber ich denke mal, ich werde die dann so präsentieren, halt mit dem Y-Wing-Becher. Hier ist sogar eine Einteilung auf dem Becher mit dem mit Zentiliterangaben oder Literangaben. 0,30405. Es gab dann also immer den gleichen Becher und da hat man dann da. Ja. Ich denke mal nicht, dass man irgendwelche Mixgetränke im Kino bekommen hat. Aber gut, ich kenne euer Kino nicht. Vielleicht ist es da so. Irgendwie gibt es dann gleich den Kaipi dazu. Oder keine Ahnung, was man dann trinkt. Ich trinke so selten alkoholische Getränke. Jo. Aber es geht ja hauptsächlich um die Figur. Aber vielleicht lasse ich es auch so stehen. Und der Becher ist ja dann quasi für den Y-Wing-Fokus. Den stelle ich dann auch mit anderen, so anderen Artikeln aus dem Bereich. Jetzt so Becher und dieser Kübel und sowas mal gesondert vor. Den lasse ich hier hinten stehen. So, ist ein kleiner Hintergrund noch. Da hier Krennic. Passt ja dann zum Shore Trooper. Ja, dann erstmal vielen Dank fürs Reinschalten. Es war nicht allzu lang, aber es geht ja nicht immer um Zeit. In dem Sinn, viel Spaß, schöne Woche und bis zum nächsten Mal.